Wir besuchen heute das Takumi in Düsseldorf, Papa Plattes Lieblingsrestaurant, ein japanisches Ramen-Restaurant auf der Immermannstraße mitten in Little Tokyo. Ein extrem authentisches Restaurant, hier gibt es Ramen wie in Japan und das merkt man. Also finden wir heraus, was Kevin dort isst und lassen wir es uns gut schmecken. Hier sitzen wir jetzt. Kevin, was ist deine Go-To-Bestellung? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, wenn wir in deinem Lieblingsrestaurant sind. Also die haben hier nur eine vegetarische Ramen, das heißt, die bestelle ich und Gyoza. Das ist immer die Go-To-Bestellung. Eigentlich überall, wo ich Ramen essen gehe, aber vor allem hier. Du magst auch gerne Daikan in Köln, ne? Ja, sehr geil. Ich fühle das auch. Ist halt mehr, ne? Daikan ist so das Beste, wirklich, was man in Köln bekommen kann. Aber hier ist man halt quasi in Japan. Ja. So, ne? Die sagen ja nicht umsonst Immermannstraße, Japantown. So. Das ist halt einfach so authentisch hier und so gut hier. Ich weiß ja nicht, gibt es Takumi auch in Japan? Woher sollst du es wissen? Keine Ahnung. Aber ja, lass uns trotzdem mal auf die Karte gucken. Vielleicht entdecken wir noch die ein oder andere vegetarische Spezialität. Ja. Ich war hier, als ich einen Tag in Little Tokyo gegessen habe. Da hatte ich die Surf and Turf Takumi Style Ramen. Boah. Die waren so brutal. Aber bei Ramen, da bricht mir auch immer das Herz, dass ich vegetarisch bin. So eine Miso ist ja trotzdem so kräftig. Ja, auch intensiv. Geil, auch ich geil. Glaube, da vermisst man auch wirklich nichts, auch wenn man Fleisch isst. Deshalb bin ich gespannt auf die Veggie Miso. Ja, auf jeden Fall spicy, Bro. Das ist so wichtig. Safe. Muss spicy safe sein und ein Ei rein. Was auch immer Klassiker ist, ist halt noch Edamame dazu. Jo, könnten wir eigentlich noch machen. Muss eigentlich, ja. Ist ja immer sehr, sehr geil. Ich wünschte, die hätten in dem Laden hier, das wäre die einzige Sache, die noch besser wäre. Stellt euch vor, die hätten noch Bubble Tea hier. Oh, das wäre so krank. Ja. Weißt du, was ich trotzdem gerne bestellen will? Mini Curry Reis. Weil wir haben ja einmal das Video gemacht über das angeblich beste Gericht der Welt, Curry. Das ist direkt hier um die Ecke, also japanisches Curry. Und das war so lecker. Ich finde, das sieht voll low aus auf dem Bild. Das sieht so low aus, aber es wurde auf so einer Plattform Taste Atlas so Nummer 1 weltweit gerankt. Also durch User Votes quasi. Okay, krass. Mhm. Aber ich glaube, unsere Bestellung steht. Suchen wir uns mal was Leckeres zu trinken dazu aus. Bestellen das Ganze und dann sehen wir uns zum Essen. Ich freue mich sehr darauf. Also wirklich, ich bin froh, dass wir dieses Restaurant ich habe so Hunger, Digga. Ich will's. Let's go. Das hat Kevin bestellt, Ramune. Wer es nicht kennt, ja, das hat nämlich einen kleinen Twist. Beste Feature hier. Also da oben ist dieser Glasball drin, ne? Genau, jetzt packst du das hier so raus und dann musst du das so diesen hier machen. Boah! Jetzt schmeckt das nach Wasser, jetzt ist es geöffnet. Es ist einfach geöffnet, es ist einfach nur die Öffnung. Ist so unnötig, weil guck mal, jetzt ist da so ein Glasball einfach drin. Das macht gar keinen Sinn. Recycling-Albtraum. Ja. Und guck mal, die Flasche ist richtig krass designt. Hier sind so diese Einkerbungen. Du musst es jetzt so machen, dass, weil wenn du trinkst, bleibt die Kugel da stuck. Wenn du so machst, dann geht die Kugel ins Loch und du kannst nicht mehr trinken. Das ist so kompliziert. Die Sprite hast du gesagt, ne? Ja, so ein bisschen so Zitronenlimonade-mäßig, würde ich sagen. Geil, so Bubblegum-Sprite-mäßig irgendwie so ein bisschen. Muss man feiern, aber schön zu diesem herzhaften Essen gleich. Leute, was haben wir jetzt alles? Wir haben Off-Cam noch ein bisschen mehr bestellt. Wir haben erstmal hier die Veggie-Miso-Ramen. Man sieht die trübe Miso-Brühe, innen drin alle möglichen Einlagen, Pak Choi, Chili, Frühlingszwiebeln, Kaiserschoten. No joke, es sieht richtig, richtig gut aus. Kevin muss sich übelst zurückhalten. Bro, ich sitze hier schon. Der kennt das nicht mit dem Food Channel. Spicy Kimchi, einmal Curry, dann Edamame, Karaage und die Veggie Gyoza. Wow. Kevin ernährt sich ja komplett Veggie. Nicht nur Veggie, die sind auch vegan. Ja. Die sind vegan, ja. Und da ist auch keine Pork Soup drin, was uns auch auf der Karte noch gesagt wurde. Auf der Karte steht so random, no Pork Soup. So, Bro, hey. Lass uns probieren, oder? Als allererstes mal die Brühe. Ich finde, das ist das A und O. Ich hatte bisher, glaube ich, noch keine Miso-Ramen hier. Probieren. Guten. Boah, belebt von innen. Oder wirklich, das ist so. Ich finde das immer wieder krass, dass so eine Suppe so einen Geschmacksorgasmus herbeiführen kann. Boah, geil. Spicy, sehr scharf. Spicy muss man halt erstmal reinmixen. Es gibt so einen zu scharf, wo man so immer Pause machen muss. Ja. Und das hasse ich. Und hier ist perfekt. Ja. Oder dieses scharf, wenn es dann einfach nur noch nach scharf schmeckt. Ja, so genau. Das hasse auch ich. Nicht nur noch nach scharf schmeckt so, ne? Also nach Weide. Ey, Banger, Banger. Digga, holy shit. Die machen einfach alles richtig, was du bei Ramen richtig machen kannst. So die kompletten Einlagen, so gewisse Frische noch, aber trotzdem schon so blanchiert vorgekocht. Auch so eine geile Menge, finde ich. Das ist so perfekt, dann noch so eine Beilage. Oh Junge, das ist wirklich der Traum hier gerade. Okay. Ich mache auch einen Food Channel auf. Ja. Okay, ich geh mal hier in das Kimchi rein. Ich hatte einmal Kimchi. Boah, ich habe eine super leidvolle Erfahrung und Erinnerung an Kimchi. Ich habe low-key fast nie Kimchi gegessen. Meine Mom hat das mal gemacht. Meine Mom kocht super so, hat ganz viele Küchen auch schon ausprobiert. Und als ich dann ihr Kimchi gegessen hatte, weil es gab nichts anderes mehr zu Hause, hatte ich gerade Weisheitszähne raus. Oh boy. Und ich hatte übelst Hunger. Und das war das Einzige, was noch da war. Und ich hatte die ganze Zeit keinen Hunger. Und dann war so dieses so, ich muss was essen. Und dann esse ich dieses Kimchi. Und dabei hatte ich aber dann wieder übelst die Zahnschmerzen, weil es noch zu early war. Also verbindest du es jetzt so ein bisschen mit Zahnschmerzen? Genau, ich mit Zahnschmerzen. Ich blende das jetzt alles aus. Das ist sehr gutes, finde ich. Also wenn ich jetzt keine Zahnschmerzen habe, dann ist das beste Kimchi meines Lebens auf jeden Fall. Ich kann es auch schwer bewerten, aber so es sieht übelst geil aus. Soll ich dich füttern? Ja.
Normalerweise ich darf man das nicht. Richtig sauer. Richtig lecker. Komm, gönnen wir uns noch von den Gyoza. Oh, oh mein Gott, ja. Sag mir, warte, lass uns wichtig. Wir brauchen die gute alte Sojasauce, warte. Also Lifehack auf jeden Fall, wenn ihr zu Takumi geht, geht unter der Woche und geht kurz nach Ladeneröffnung. Wir sind, glaube ich, so 12.30 Uhr hier gewesen und dann hat das echt gut funktioniert. Sonst, wenn ihr abends kommt, müsst ihr auch echt mal so mit einer Stunde, anderthalb Wartezeit rechnen. Boah, die geile Sau, Alter. Küsschen. Stichchen. Machen wir so Anstoß auf Cringe. So was Süßes dabei, diese knusprige Seite kontrastiert perfekt mit der weichen Seite. Wow, ich hätte es nicht besser formulieren können. Man will immer mehr davon essen. Ich glaube, das ist generell hier so ein Comfort-Food, so 100%. Ja, ich liebe das. Kann man auch übel geil zu Hause machen, ne? Mhm. Ich habe mir auch mal so hier, hier gibt es so direkt so einen japanischen Laden nebenan. Ist ja hier so, wir sind ja in diesem Viertel hier. Und dann kannst du dir so übel geil auch so ein Kilo Gyoza einfach wechseln, also so fürs Tiefkühlfach holen und dann die einfach zu Hause machen. Ich finde es geil, dass du sagst, so kann man auch zu Hause machen und dann meinst du, dass du ein TK-Gyoza kaufst. Ja, übergeil. Ja, ich dachte, selbst machen. Nein, ich finde die. Nein, die TK. Die sind übel geil, die TK. Ey, man kann auch übelst gut zu Hause Pizza machen. Einfach in den Supermarkt gehen, Pizza kaufen und auch. Das geht so gut. Ja, aber ich habe auch schon mal zu Hause TK gemacht. Eine kurze Side-Note noch. Das ist sehr nostalgisch auch. Denn das allererste Video, das Eric geschnitten hat, war persönlicher Koch für Kevin. Ah, wirklich? Nee. Ah, geil. Damit hat unsere Zusammenarbeit angefangen. Oh, das war so ein gutes Video. Also heute vor 2 Jahren, also so Juni vor 2 Jahren noch ungefähr. Das ist 2 Jahre erst. Ja, dieses Essen war so geil, ne? Ich denke manchmal heute noch zurück, wirklich. Geil. Das war wirklich das beste Shakshuka, auch was ich gegessen habe. Und ist unmatched bis jetzt. Ich habe nie wieder so ein gutes gegessen. Geil. Trotzdem hast du mir nicht den einen Punkt mehr gegeben, mit dem ich beim Promi-Dinner alleine gewonnen hätte. Okay, wir essen mal ein bisschen weiter und sehen uns dann gleich wieder. Ich steche jetzt ab mit den Stäben hier. Probieren wir auch das Kare, also das Curry, das japanische, mit so ein bisschen Klebereis und dieser herzhaften, dicken Soße. Das sieht viel geiler aus als auf der Karte, oder? Ja, auf jeden Fall. Boah. Hammergeil. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie das Nummer 1 Gericht der Welt sein kann, weil für mich gibt es bessere. Die Karaage sind halt auch immer geisteskrank hier. Bisschen die Sauce, bisschen MSG. Wow. Alles wirklich sehr, sehr lecker. Ich finde auch preislich ist wirklich sehr gut. Alles davon ist auch gut, ne? Also Kimchi, Edamame, Karaage, ja. Miso, Gyoza, alles. Ich glaube, so der einzige Downpunkt an dem Laden hier ist so, dass man halt, wenn man wirklich nicht pünktlich kommt, muss man leider anstehen. Ich hörte gerade, du wolltest jetzt so salty sagen, dass wenn man ein Ei bestellt, kein Ei bekommt. Achso, ja, und ihr habt unser Ei vergessen. Aber hier, scheiß drauf. Du meinst ja schon, dass du so die Gyoza immer sehr gerne zu Hause selbst machst. Wie groß ist der andere Teil des Selbstkochens so zu Hause bei dir? Was nicht jeder weiß. Kevin und ich haben ja mitgemacht beim perfekten Promi-Dinner. Und da hat Kevin wirklich überrascht mit seinem Kochen. Ja, ich habe aber als Hauptspeise... Warum hast du da keine Gyoza gemacht, wenn du das so gut kannst? Ich hatte als Hauptspeise den Montana Black Nudelauflauf und der hat so reingeschissen. Ja. Der war so kacke. Ey, weißt du noch, die also du weißt es nicht, aber die Realisatorin, also quasi die hinter der Kamera sitzt, die stellt dann immer so Fragen, mit denen die dich dann pusht in eine Richtung, wo du antworten und sollst. Und du musst auch die Frage nochmal aufnehmen. Das heißt, wenn ich sowas sage wie, warum findest du eigentlich, dass Max so ein unsympathischer ist, yeah, dann muss ich sagen, ja, ich finde, dass Max ein unsympathischer ist, weil... Und so können die halt dann so ein bisschen so das lenken. Ich habe auf jeden Fall Kevin dann so, ich glaube, 8 oder 9 von 10 gegeben oder sowas für das Essen, für den Abend. Und die Realisatorin war dann so, bist du dir wirklich sicher, bist du wirklich so... Also, ist das so 10? Also, willst du wirklich so viele Punkte geben? Und so? Ich sollte, glaube ich, so dieser Arzt sein, der alles verkackt. Ich habe letztens so eine Story gesehen, wo du so eine Küche auf Paketen irgendwie draufgebaut hast. Aktuell ist meine Küche einfach eine Holzplatte von Obi, bei so Malerböcke. Und damit es in der Mitte nicht durchhängt, sind da so Umzugskartons drunter und so eine Amazon 150 Euro Herdplatte. Mhm. Das ist alles, was ich habe. Die ersten 1,5 Jahre, wo ich so PK- und Kochvideos gemacht habe, habe ich nur auf diesen mobilen Induktionsplatten gekocht. Die sind eigentlich geil, ne? Die werden schnell heiß, du hast keinen Film. Nein, so. Meine sind mega scheiße. Ah, okay. Aber das, was mich am meisten nervt, ist halt einmal der Platz. Wir haben halt jetzt gerade nicht so eine Arbeitsfläche, wisst ihr? Mhm. Sonst fehlt halt immer so ein Ort zum Schneiden. So das nervt. Dann habe ich nur einen halb großen Kühlschrank, weil ich halt gesagt habe, hey, wenn ich eine Küche bekomme, hole ich ja eh so einen Einbaukühlschrank. Mhm. Also hole ich übergangsweise nur einen halb großen, weil der ist günstiger. Mhm. Und dann habe ich jetzt halt ein Gefrierfach, da passt halt 1 Kilo Tiefkühl-Gyoza rein und dann ist halt voll. Am Dienstag machen wir in meiner Küche einen Koch-Livestream bei Kevin auf dem Twitch-Channel, deshalb unbedingt vorbeischauen. Ich bin gespannt, dann überzeuge ich mich nochmal von den Gyoza-Fertigkeiten. Ey, wir können Gyoza selbst machen. Müssen wir eigentlich. Ja, eigentlich ja. Leute, ich sage euch eins, das war ein Kampf, aber wir haben ihn gewonnen. Wir haben alles aufgegessen, es war unfassbar lecker. Ein Traum. Kevin, danke dir, dass du das Restaurant gezeigt hast, beziehungsweise nochmal gezeigt hast und auch die Veggie-Rahmen gezeigt hast, die wirklich sehr zu empfehlen sind. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schaut bei Kevin vorbei, Dienstag ist der Stream. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.